Henrik am Apparat. Ich wollte mit Ranga Yogeshwar sprechen. Der ist bei Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Es geht um die Registration, was Sie bei uns auf dem Finanzmarkt gemacht haben. Um was nochmal? Meinen Sie? Leitung ist schlecht. Um Handeln. Nochmal? Schlecht? Hallo? Schlechte Leitung. Ja, es geht. Ich werde dann nochmals anrufen. Ah, jetzt funktionieren. Jetzt funktionieren. Mother Benchot. Du musst einfach mal lernen, klar zu sprechen. Du kannst 100 Mal anrufen, wenn du die Taschentücherpackungen in die Schnauze steckst. Da ist er wieder. Hallo. 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 Jetzt hören Sie mich, oder? Ja, jetzt kann ich Sie hören. Ja, sehr schön. Henry Fink ist mein Name. Ich melde mich von Europas Haupthandel Plattform VIPcoin. Spreche ich mit Ranga Yogeshwar, stimmt? Ja. Ja, schon. Es geht um Ihre Registration, ja, was Sie bei uns auf dem Finanzmarkt gemacht haben. Oh, sehr schnell ein Anrufen. Das kann nicht 10 Minuten gewesen schon anrufen. Sehr gut, Mann. Sehr gut, 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 gut. Sehr gut. Sie haben Interesse am Handeln geäußert und sich registriert. Ja, deswegen sind Sie an mir. Du möchte bis Geldverdienung machen, right? Genau, ich bin Ihr gut. Account Manager. Ich werde Ihnen dabei helfen, Verifizierung abzuschließen. Okay. Und vollständige Auskunft zu bekommen. Okay? Das ist sehr gut. Sehr gut. Haben Sie schon Erfahrung in dem Bereich oder ist das der erste Schritt? Das erste Mal, Bei Internet ganz viel lesen und jetzt einmal angucken, Ausprobierung machen und eine Druckführung durchführen, okay? Sehr gut. Und mit der Bank haben Sie vielleicht vorher auch nicht gehandelt? Was habe ich gemacht? Mit dem Bank gehandelt, oder auch nicht? Mit Meerschweinchen? Bank. Bank, nein, Bankkonto, normale Bankaccount, okay? Hallo? Ja? Kennen Sie ja, wie viel ist minimales Einstiegskapital, womit Sie Handeln anfangen können, oder? Ich habe nicht gelesen. Soll ich nicht gucken? Gelesen. 250 Euro. Okay, das ist in Ordnung. Und was kann man für Profit machen? Leider kann ich nicht ganz genau sagen, wie viel können Sie profitieren. Das kann niemand sagen, ja? Es geht um welche Ereignisse wird passieren, ja? Aber wie viel ungefähr die Menschen machen? Euro kann man, weiß ich nicht, vielleicht 40-60% pro Monat. In einem Monat? 250 Euro ist dafür gedacht, ja? Dass damit könnte man es ausprobieren, wie es funktioniert. Oh, aber so viele und Prozent bei einem Monat? Bei Bank kriegen wir 1% bei Jahr. Bei Sie kriegen wir 40-60 bei einem Monat? Das ist sehr gut. Genau, das ist sehr gut. Deswegen habe ich gefragt, ob Sie in Bank gehandelt haben und Sie haben irgendwelche komische Antwort gegeben. Noch einmal? Und kennen Sie ja, was Bank ist, oder? Bank? Ja, Postbank, Sparkasse. Haben Sie, sehr gut, haben Sie mit Bank schon gehandelt? Nein. Ich nur, Nein, aber wie wissen Sie dann, wie viel kann man an Bank verdienen? Nein, wenn ich, wie sagte man bei Deutschland, ein Sparbuch machen, Bausparvertragung. Und dann kriegen wir 1% bei Jahr drauf machen. Ja, auf dem Finanzmarkt, ja, haben Sie andere Möglichkeiten natürlich. Deswegen ist Gewinne auch andere, ja, als im Bank. Oh, das okay? ist sehr gut. Deswegen können Sie mit dem 250 Euro Handeln anfangen. Damit können Sie es ausprobieren, wie das funktioniert. Okay. Und dann kriege man das, dann muss man gucken, was kann man kaufen, was kann man verkaufen und dann kann man Gewinn machen. Genau. Natürlich. Und Sie bekommen Ihre eigene Senior Analytica, mit dem Sie Handeln anfangen können, also Ihr Finanzberater. Und Ihr Finanzberater bekommt Zinsen und Kommissionen, nicht von Investitionen, sondern von den Gewinnen, was Sie zusammen erwirtschaften. Und das ist 5% von Gewinne. Ja, das ist in Ordnung. Ja. Sehr gut. Mit welcher Zahlungsart wollen Sie dann Ihr Konto aktivieren? Also Kreditkarte, Online-Banking oder PayPal? Nochmal, was war das? Das war zu schnell, ich nicht verstanden. Kreditkarte, aha. Online-Banking oder PayPal? Ich kann eine Überweisung machen, okay? Online-Banking.
Ja, eine Überweisung machen. Okay. Right. Dann ich brauche von Ihrer Seite Ihre Anschrift. Damit könnte ich unter Ihrem Namen die Bankdaten generieren. Ja, kann man sie schreiben? Mit Postleitzahl anfangen? Genau, diktieren Sie mir es bitte. Ja, 91448. Okay. Emskirchen. Welche Bundesland ist das? Das ist Bayern. Bayern? Im Fränkischen, right? Mittelfranken. Und Ihre Straße diktieren Sie mir bitte? Das ist Alt-Schauerberg 8. Alt-Schauerberg 8. Und okay, werde ich unter Ihrem Namen dann die Bankdaten generieren. Aha. Einen Moment. Sehr gut. Und auch dann per E-Mail senden. Okay, also, ich mache E-Mail auf. Einen Moment. Ja. Nee, ich muss erst die Bankdaten generieren unter Ihrem Namen. Ja, aber ich muss ja auch erst den E-Mail-Account aufmachen. Anmeldung machen, okay. Two-Step-Verification machen, okay. Und dann kann ich mal reingucken, okay? Woher kommen Sie, Herr Yogeshwar? Ich komme aus Kalkutta. Woher? Aus, wie bitte? Kalkutta, India, Hindustan. India? Ja. Okay. Und wohnen Sie schon lange in Deutschland? Jetzt sind 18 Jahren bei Deutschland leben. 18 Jahren? 18 Jahren, okay, sehr schön. Und woher Sie kommen? In Deutschland. Ja, Deutschland ist es erst so. Bitte? Woher Sie kommen, meine Freund? Einen Moment. Da muss ich erst überlegen, bitte? Right? Woher du kommen? Aus welchem Land? Aus welchem Land kommen? Niederlanden. Niederlanden? Oh, sehr gut. Wäre auch schon mal drüben gewesen. Ja, Niederlanden ist sehr schön. Aus Utrecht. Wo sind Sie? Wo waren Sie? Amsterdam. Amsterdam, ja. Ja, weil wir sind ja eigentlich, kommen wir ja aus Otterdam, da wo die ganzen Otter wohnen. Mhm. Und wir wollten nach Amsterdam, wo die ganzen Hamster wohnen, aber wir haben nur Amsterdam gefunden. Aber es ist eine sehr schöne Stadt gewesen, wir sehr schöne Ausflüge machen und sehr schön ein bisschen Smoking, ein bisschen Party machen. Ja. Right. Im ganzen Niederland kann man machen. Ja, hier alle verboten, right? Alle gute Sachen verboten. Indische Ganja, ja. Verboten. Und Niederlandung auch alle verboten. Verboten, genau. Ja, nicht gut. Wie ist mit Österreich das? Ist auch gleich auch so. Im Österreich ist auch gleich so, weil unser Sitz ist im Österreich. Okay. In Wien. Wir sind nicht in Deutschland. Österreich, in Wien. Ja, aber ja, bei uns ist auch fast gleich so. Wie in Deutschland auch. Das geht gut. Und Investing bei Deutschland keine Probleme, oder? Alles ist erlaubt, alle legal? Natürlich. 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 So. Ich gebe jetzt Ihr Daten schon da ein. Ihr vollständiger Name, also Vorname und Nachname, ist Ranga? Nee, ich habe noch drei andere First Name, aber ist egal, oder? Aha, ja, dann lassen wir nur Ranga. Okay, weil du dir bei Indien ist ja das Ranga, Sohn von Timur Nagin, Sohn von Merkel, Sohn von Hindustan Aribum. Aber da kann man nicht so viel auf Ausweis draufschreiben. Genau. Da nicht so viel Platz bei Passport drinnen. Das ist sehr gut. Da bei Deutschland auch immer, wenn das ist ein sehr unfreundlicher Mensch bei Postbank drinnen oder bei Waffenladen drinnen und die nicht freundlich zu mir, ich immer den ganzen Namen sagen und die müssen den aufschreiben. Oh, da kann man denn. Sind viele Leute,
sind viele Leute unfreundlich in Deutschland. Manche Leute sind sehr unfreundlich, aber Deutschland ist schwierig. In Bayern, oder? In Bayern, oder? Ne, immer. Viel rumfallen, Ziegebock verkaufen und viele Menschen nicht Hallo sagen, nicht Tschüss sagen, nicht Bitte sagen, nicht Danke sagen oder nicht angucken. Echt? Das ist nicht schön. Das ist natürlich nicht schön. So, ich habe ihr Daten alles eingegeben. 91448 Bayern, Imskirchen, Altschaumberg 8. Nee, nicht Schaumberg, Ranta, Schauerberg. Nicht Schaumberg, Schauerberg. Schauerberg, ja. Ach. Ja, nur dass bei richtigen Postkasten kommen. Das ist ein großer Baugrundstück hier. Soll der einfach ins Bauloch reinschmeißen. Okay. Und dann bekomme ich jetzt die Bankdaten, kann ich Ihnen per E-Mail senden? Von meiner Bank? Nein. Von anderer Bank? Okay. Also von Company Bank, wo soll ich den hinschicken? Transaktion, nee, genau, die Bankdaten bekommen Sie, wo Sie es hinschicken können. Okay, das ist gut. Und wie lange dauert zu machen, bis können wir anfangen? Schon heute können Sie mit Ihrem Senior Analytica Handeln anfangen, weil also schauen Sie, 1 bis 3 Werktagen dauert eine Transaktion. Ja, darum fragen. Genau, nee, aber wir brauchen dann Zahlungsbeleg, okay? Und mit diesem Zahlungsbeleg, also den kann ich an Vermittler weiterleiten. Und mit Zahlungsbeleg können wir Ihr Handelkonto sofort aktivieren, okay? Und nicht 3 Tage warten. Ach so, aber man kann dann direkt anfangen machen. Genau. Die schon mit diesem 250, Zahlungsbeleg werde ich an Vermittler weiterleiten, weil bekommen Sie Bankdaten. Ja, Sie haben von unserer Vermittler Bankdaten bekommen, weil das Euros muss gegen Kryptowährung umgetauscht werden, ja? Oh. Weil auf dem Online-Handel-Plattform ist alles per Krypto gerechnet. Ja? Okay, und welches... Und bekommt man so viele Gewinne auch. Welches Währung Sie mir geben bei Kryptings? Stablecoin heißt das. Stablecoin heißt das. Stable, wie Stall? Ziegenstall? Stable. Stablecoin. Können Sie einmal buchstabieren? Das... Den Wort? Secret? Ja. T wie Theodor. Ja. A wie Anton. Ja. B wie Bertha. Ja. E wie Emil. Aha. L wie Ludwig. Und Weil ich habe Stable. Weil Stable ist bei Englisch dem Ding, wo man den Ziege, den Schwein und den Schaf reinstellen. Da dachte ich, was ist das für einen Namen? Nee. Stablecoin ist Kryptowährung sozusagen. Okay. Ja, das kostet ganz genau wie 1 Euro. Damit könnt ihr zum Beispiel Investitionen machen, ja, in Kryptowährungen. Warnungen? Warnung? Warning? Im Kri... Hallo? Euro, ja, Euro. Euro? Kennen Sie, ja, Euro ist ja. Eine Währung. Ja. Eine Währung, Currency. Ja. Mhm. Und jetzt kann man auch den... Dogecoin kaufen? Wie bitte? Dogecoin, right? Ja, Dogecoin. Ja, Sie auch haben? Das auch kaufen, natürlich. Ja? Und da auch es investieren. Also ich jetzt meines Europa bei Dogecoin reintauschen und mit Dogecoin verkauft machen. Bei Ziegenstall drinnen. Okay. Haben Sie schon Bankdaten bekommen? Ah, muss ich gucken. Einen Moment. Schauen Sie bitte. Na. So, einmal gucken. Ah, Computer so langsam heute wieder. Sie bei AOL schicken, ja? Genau, AOL.com. I will be looking right. Ja, gefunden, okay? Okay. Mit diesen Bankdaten machen Sie dann Überweisung, bitte. Aha. Damit wird Ihr Handelkonto aktiviert sein und schicken Sie mir Zahlungsbeleg.
Okay? Und okay. Dann können wir fortfahren. Wie lange brauchen Sie dafür? Ich mach den schnell fertig, ich dann Screenshot machen, gleich rüber schicken und dann können wir weitermachen, okay? Genau, ich warte auf der Leitung, machen Sie es bitte und dann können wir fortfahren. Oh, jetzt steht da 249 Euro Bike, da die wird 250 Euro genau. Machen, weil sonst nicht funktionieren. Doch, funktioniert. Mit dem 249 Euro sollen sie es machen. Oh, okay, das ist wahrscheinlich irgend so eine Grenze. Bei 250 werden die Banken wahrscheinlich genau. Inzwischen misstrauisch und darum macht ihr jetzt 249, damit den das nicht merken, oder? Was nicht merken, sorry. Den Trading, den Bank? Nein, das ist einfach Grenzen sozusagen, womit Sie Ihr Konto aktivieren können. Ja, ja, den Grenzen. Weil das machen ja die, ja. Das machen ja die ganzen Dubiosen, die da immer ranrufen. Die sagen immer 250 und darum macht ihr 249, damit nicht auffällt, okay? Ich habe das schon verstanden. So macht das Vermittler. Ja, so okay. Machen die das. Aber sage mir, können wir auch ein bisschen mehr machen oder muss 249 sein? Nein, muss 249 Euro sein. Aber wenn ich sage, mir gefällt, ist es sehr gut, gute Profit das machen. Das können Sie mit Ihrem Senior Analytica schon machen. Das können Sie schon mit Ihrem Senior Analytica machen. So können Sie so viel investieren, wie viel Sie wollen. Aber erst Ihr Konto vollständig zu aktivieren, dafür brauchen Sie nicht mehr als 250 Euro. Okay, aber nachher, wenn ich sage, gefällt mir sehr gut, dann kann man Investment machen, ja? Können Sie es natürlich. Erst sehr machen Sie gut. Die Transaktion, ich bleibe auf der Leitung und sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie es gemacht haben und senden Sie mir bitte Zahlungsbeleg als Antwort per E-Mail. Das ist sehr gut. Ja, ich bin gleich fertig, okay? Hat du noch 2 Minuten? Okay. Ich nebenbei machen. Na, 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 na. Jetzt muss ich aber bei das E-Mail-Adresse steht Belgium drinnen. Du sagst, du bist bei Österreich. Österreich, ja. Aber da steht Bank Belgium. Belgien, ja. Genau, Belgien. Bank ist Belgien. Das ist von Vermittler, nicht von unserer Seite. Und durch Vermittler kommt das Geld auf Ihrem Handelskonto. Oh, aber bei einem Vermittler kaufen ist immer teurer, als wenn man direkt eine Kundschaft macht. Kann ich auch bei euch direkt was kaufen? Sie bekommen Ihr Stablecoin. Sie kaufen gerade nicht. Sie bekommen Guthaben und aktivieren Sie Ihr Handelskonto. Ja, ja, das habe ich Verstehung machen. Genau, dann können Sie es kaufen. Aber erst aktivieren Sie Ihr Handelskonto durch diese Überweisung. Mit dem Meerschweinchen, oder? Mhm. Wie viele Sie haben? Was? Meerschweinchen. Was ist Meerschweinchen? Soll ich Seebuchstabierung machen? Nein. Brauche ich nicht. Die Überweisung und können wir dann weitermachen. Aber das ist ja mein Fragen. M wie Meerschweinchen, E wie Emil, zweimal. Ein R wie den Raket. Dann S wie den Schwein. C wie das Chamäleon. H wie die Hühnchen. W wie den Wildsau, E wie Emil, I wie India, N wie den N wie Notebook, okay, C wie Oh, ist das geil, dieses miese Dreckspack, dieses Dumme. Ist auch wieder so eine Firma, wenn du deren Namen bei Google eingibst, da überschwemmt dich der Verbraucherschutz, die ganzen bekannten Scam-Webseiten und alles direkt mit Warnungen, dass das natürlich die allergrößten Abzocker sind. Siehst du ja schon, der Typ hat überhaupt nichts verstanden und vielleicht ist das jetzt ja wirklich die neueste Masche. Wir nehmen jetzt nicht mehr 250, sondern 249 Euro, weil das eben alle immer diese 250 nehmen und es vielleicht tatsächlich einen Algorithmus bei den Bankinstituten inzwischen gibt, dass sie sowas erstmal Zurückhaltung mit den Kunden absprechen. Wäre ja schön, wobei unsere Erfahrung hier in der Liga der außergewöhnlichen Scambaiter ist leider, dass Banken sich im Regelfall überhaupt nicht dafür interessieren, wenn man sie anschreibt und sagt, hier, wenn es eine deutsche Kontonummer ist, da wird Betrug mit eurem Dings gemacht, da habt ihr Beweise. So können wir keinen Kommentar zugeben. Dreckspack, alles Dreckspack.